Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play Projekt Dust an Elysian Tale. Meine Güte, wahrscheinlich habe ich das gerade total bescheuert ausgesprochen, aber egal. Ja, mich hat es persönlich gewundert, dass ich jetzt bereits 7 Let's Play Projekte waren es, glaube ich, insgesamt abgeschlossen habe und noch kein einziges Metroidvania darunter ist. Das geht ja natürlich gar nicht, denn ich muss ganz im Ernst sein, ich glaube, Metroidvania ist eines, wenn nicht sogar mein Lieblingsgenre, wenn es um Videospiele geht. Und deshalb habe ich mir gedacht, fange ich doch einfach mal mit was an, was mir persönlich so viel Spaß gemacht hat, dass ich tatsächlich auf Steam alle Errungenschaften für das Spiel bekommen habe. Also, fangen wir doch einfach mal an. Ja, ich habe jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Das sind jetzt mittlerweile auch keine Speicherplätze mehr. Aber ich habe das Spiel auf jeden Fall schon mal durchgespielt. Von dem her weiß ich so ungefähr, was mich erwartet. Fangen wir doch einfach mal an. Schwierigkeitsgrad. Casual, nee, normal, schwierig. Also, ich erinnere mich an Folgendes. Im Late Game kann man in dem Spiel jämmerlich overpowered sein, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad man ist, aber ich denke mal, schwierig sollte funktionieren. So schwer ist das eigentlich auch nicht. Our world has fallen to fade. Its great works long since complete. Its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Dust. Okay, jetzt geht's los. Dust. Arise. What? A talking sword? What are you? Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. But we shall learn in time. Now rise, and claim the Blade of Ara. Stop! Stop right there! And who is she? Me? I'm Fidget, Guardian of the Sword. Okay, jetzt habe ich eine ganze Weile lang meine Schnauze gehalten, einfach weil ich euch die Intro-Cutscene nicht verderben wollte. Ja, es geht los. Wir bekommen ein Schwert und diese süße kleine Kreatur namens Fidget kommt mit dem Schwert. Mal sehen. Du siehst mir nicht aus wie eine Hüterin. Dein Name ist Fidget. Was ist das eigentlich für ein Schwert? Du siehst mir nicht aus wie eine Hüterin. No offense, but aren't you a bit, well, small? For a guardian, I mean. Hey, I just look after that thing. After 200 years, nobody expects the sword to just fly off and start, you know, talking. Yeah, okay. I'm kind of wishing somebody told me this was part of the job description. Or maybe they did, and I just wasn't paying attention. That happens sometimes. Okay. Was ist das eigentlich für ein Schwert? So, what is this sword? I am the Blade of Ara, and you, Dust, are my fated swordbearer. Ah. Yeah,
as well. That's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the clan. I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got here. Well, then you leave me no choice. I challenge you! The winner gets the sword! Okay, ich frag mich ja, wie du mich besiegen willst, aber okay, Well, I... Alright, you win. But don't think I'm leaving empty-handed. I'm coming with you. But, I really need the sword back when you're done doing, you know, whatever it is you're doing. What exactly am I doing, Hara? The answers you seek lie to the east. There is a path through the glade that leads down the mountainside, and from there you will find a village. That is your first step. Okay. Then will you give me the sword? I really need to get it back home before anyone notices it's gone. When I find out just what it is I'm supposed to do with it, it's all yours, Fidget. Come on, let's go. Okay, jetzt haben wir hier ein bisschen Einführung in die verschiedenen Charaktere bekommen. Unser Hauptcharakter, Dust, den steuern wir hier natürlich auch sehr schön. Wir können springen, wir können rumlaufen, wir können auch schon mit dem Schwert angreifen, wie sie uns im Intro so schön gezeigt haben. Und jetzt laufen wir doch erstmal ganz kurz nach links, auch wenn ich eigentlich nach rechts laufen sollte, einfach weil da hinten noch was ist. Sehr schön. Ein Schlüssel. Willkommen im Inventar. Von diesem Bildschirm aus kannst du Ausrüstung und Objekte verwandeln. Bei schwacher Gesundheit, siehe grüne Leiste im Hut, kannst du der Schnellauswahl ein Heilobjekt zuweisen und es mit LB verwenden. Über die Kontexte der Steuerung und auf dem Bildschirm stehen weitere Optionen zur Verfügung. Okay, ein Schlüssel, mit dem du einmalig eine Schatzkiste oder einen Käfig öffnen kannst. Sehr schön. Und ansonsten haben wir jetzt hier noch keine Items. Das wird sich allerdings nachher noch ändern. Ja, vielleicht ein bisschen was zu dem Spiel hier am Anfang. Dust ist tatsächlich ein Spiel, das, was ich wirklich sehr beeindruckend finde, von einer einzigen Person gemacht wurde. Dean Dodrill hieß der Typ, glaube ich. Und der hat dieses Spiel komplett alleine gemacht. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, also auch wenn das Spiel, ich glaube 2012 oder 2013 wurde es veröffentlicht, also jetzt schon ein paar Jahre alt ist, ich finde, es sieht immer noch richtig, richtig, richtig gut aus. Und ich kann es bis heute einfach nicht glauben, dass eine Person dieses Spiel hier komplett allein gemacht hat. Lichtung. Ich meine, schaut euch das an. Das ist so schön gestaltet und sieht auch richtig geil aus. Ja, jetzt bekommen wir nochmal gesagt, wie man springt. Das haben wir ja schon gehört. Und wir können auch nach unten durch und unser Blickfeld ein bisschen verändern. Drücke X, um eine Nahkampf-Kombo einzuleiten. Bau die Combo mit X und Y aus. Okay, sehr schön. Jetzt bekommen wir hier unser erstes Item, ein geheimnisvolles Waldhuhn. Das komplett gekochte und gewürzte Huhn steckt in einer Wand. Seine Herkunft ist unbekannt. Definitiv eine Anspielung auf Castlevania, wo ja häufiger in den Wänden Hühnchen versteckt ist, um sich zu heilen. Ja, das Spiel hat jede Menge Anspielungen auf andere Spiele an gewissen Stellen. Okay, Fidget hat was zu sagen. What is it, Fidget? Well, my kind has what you'd call a sixth sense, and there's something just ahead. Ah ja, genau, sehr sinnvoll. Fidget kann uns anzeigen, wo sich Schatztruhen befinden. Das ist immer recht nützlich. Aber zuerst gehen wir doch mal dahin. Neue Fähigkeit erworben. Spurt. Drücke
um zu sporten, verbrauchst du Energie. Dein Energieniveau wird dir durch die brennende weiße Leiste angezeigt. Okay, damit können wir jetzt nach links und rechts sporten. Sehr sinnvoll im Kampf. Da geht's runter. Da können wir nicht nach links. Und ich glaube, da links war die Truhe, wenn ich mich nicht irre. Okay, neues Hühnchen und eine Notiz hinzugefügt. Willkommen im Missionstagebuch. Hier kannst du dir aktive, abgeschlossene Missionen ansehen. Außerdem bekommst du etwaige Notizen angezeigt, die du gesammelt hast. Schatz, in alten Zeiten wurden... na los, ich... kann ich da... Nein, da. Willkommen im Material. Du kannst verschiedene Materialien mit den Feinden. Du kommst daraus und schmied besseres Equipment bauen lassen. Also kannst du dann auch an Länden verkaufen. Ist dein Objekt einmal im Katalog eines Mal verzeichnet, wird der Besitzer immer versuchen, es vorrätig zu haben. Nutze es zu seinem Vorteil, wenn die Materialien knapp sind. So. Willkommen auf der Karte. Hier hast du sehen, welche Bereiche der aktuellen Region du schon erforscht hast. Außerdem macht dich die Karte auf Schätze in der unmittelbaren Umgebung aufmerksam. Okay, ja, eine Minimap ist bei einem Metroidvania immer gern gesehen. Und hier haben wir unsere Aufgaben. Staub zu Staub. Du bist auf einer kleinen Lichtung im Gebirge erwacht, ohne Erinnerung an der Vergangenheit. Eine uralte magische Klinge, Ara und ihr Wächter Fidget sind zu dir gekommen. Da es keinen weiteren, da es keinen anderen gangbaren Weg gibt, ist die Straße nach Osten deine einzige Option. Okay, hier... Ach, damit durchscrollen. Okay. In alten Zeiten wurden unsere größten Schätze und unsere treuesten Verbündeten mit mächtiger Magie weggesperrt, die weit über unser Verständnis hinausgeht. Der einzige Weg, diese verlorenen Schlüssel wieder in unsere Hände zu bekommen, besteht im Einsatz der magischen Schlüssel, die über die ganze Welt verstreut sind. Ich hoffe nur, dass wir genug Zeit haben, sie alle zu befreien. All right, we found a chest. Correction. We found a locked chest. Well, what are you waiting for? Smash it open. Geniale Logik. That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane locks from the last era and are well beyond my capabilities. Du bist ein legendäres Schwert und du kriegst eine Holzkiste nicht auf. Okay. I suppose we'll need a key then. Na gut, glücklicherweise haben wir ja vorhin schon einen Schlüssel gefunden. Also... schauen wir doch mal. Ach ja, dieses gibt's ein kleines Minispielchen. Und da drin ist Geld, ein Stein der Wiedergeburt. Und ich glaube, da war noch eine Nuss dabei. Schauen wir doch mal hier an. Lotanus. Diese schwere Nuss gilt als seltener Leckerbissen. Fruchthappen, eine kleine saftige Frucht, die nur wenig gegen den Hunger ausrichtet. Okay. Fangen wir doch mal mit den schwächeren Heilgegenständen an, solange wir noch wenig Lebenspunkte haben. Da war jetzt nichts dabei, hatten wir jetzt noch... Da, ein Stein der Wiedergeburt. Ein Stein, der angeblich einen gefallenen Krieger einmal wiederbeleben kann. Sozusagen die zweite Chance. Sehr schön. Ach, diese Kaninchen hier sind auch niedlich. So, von da sind wir gekommen. Dann gehen wir jetzt einfach mal nach rechts weiter. Blau auf der Karte rechts oben bedeutet, glaube ich, dass in diesem Bereich ein Speicherpunkt ist. Oder wie auch immer diese Portale hier nochmal heißen. Okay. Ja, unsere ersten Gegner. Und wir sehen gleich am Anfang schon, Fidget ist so ein bisschen Feigling. Calm yourself, Fidget. Dust. Focus. Remember what you've learned thus far. Bisher habe ich ja noch nichts gelernt, wie man genau kämpft, aber okay. No, no! Mash the buttons! Ja, mash the buttons. Das machen wir doch jetzt einfach mal. Monsters. Strange. Where did I learn these skills?
Ja, dafür, dass du noch nie gekämpft hast, angeblich bist du richtig gut darin mit der Klinge, Dust. You wield the blade of Ara, and with it, all the skills imbued therein. Ah, sehr schön. Hello? Monsters? Ja, jetzt kommen, die waren nicht wirklich so gefährlich. Is that why I summoned you? To control this power? It is unlikely, Dust, that I would awaken from my slumber for such selfish reasons. Ah, ja, okay. There is a village beyond these woods. Perhaps finding it will aid in restoring your memories. Okay. And then we'll be in the clear, right? No more monsters? Fidget, I think things are about to get a whole lot worse. Ja, ich glaube, da kommen später noch deutlich schlimmere Gegner als die hier. And to think, this morning started off so well. At least take these people for you. Something tells me you're gonna need them. Oh, 5 Fruchthappen. Danke, Fidget. Ich glaube, das kann ich gut gebrauchen. Ach, ich finde auch den Soundtrack in diesem Spiel richtig gut gemacht. Ich glaube, das ist so ziemlich der einzige Teil von dem Spiel, den der Solo-Entwickler nicht selbst gemacht hat. Aber ansonsten hat er, glaube ich, wirklich so ziemlich alles an diesem Spiel selbst gemacht. Okay, hier haben wir jetzt. Lauf über ein Speichermonument, um deine Fortschritte automatisch festzuhalten. Drüber speichern. Ich glaube, Speicherpunkte füllen auch mein Leben bis zu einem gewissen Grad auf, wenn ich da reingehe. Speichern wir doch einfach mal zum ersten Mal. Speicherplatz 1. Hier. Sehr schön. Okay. Ort der Herkunft. Ist ein bisschen ein seltsamer Name für eine Combo, aber okay. Wir sehen da rechts oben auch sehr schöne Combo-Anzeige, die uns so ein bisschen Überblick darüber gibt, wie lange wir angegriffen haben, denn später können wir durch Zauber diese Combo-Anzeige wirklich lange werden lassen. Da sind 30 Hits nicht wirklich viel. Da kommen, ich glaube, es gibt sogar eine Quest in diesem Spiel, in dem sie einen darauf auffordert, eine 1000-Schläge-Combo hinzukriegen. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so übertrieben schwer zu machen. Aber meine Güte. Ja, hier sieht man eigentlich sehr schön, die meisten Gegner hier sind nicht gerade eine große Herausforderung. Die stehen meistens eigentlich nur recht untätig und blöd rum. Was ich so ein bisschen schade finde, aber okay. Das sorgt halt einfach nur dafür, dass man dann größere Kombos aufbauen kann. Und das ist halt auch immer cool mit anzusehen. Phönix aus der Asche. Ja, Gegner in die Luft. Ah, ja. Sehr schön. Ich möchte halt tatsächlich auch mal wissen, ob ich die Kombos auch irgendwo in meinem Inventar nachschlagen kann. Weil ich glaube jetzt nicht, dass ich mir sämtliche Kombos, die es in dem Spiel gibt, permanent im Kopf merken kann. Okay. Ah, der lebt noch. Gehen wir doch... Nein, falsch. Hier haben wir das Inventar. Okay, mal sehen. Rüstung haben wir noch keine. Upgrades für die Waffe noch nicht. Ringe auch noch nicht. Anhänger auch noch nicht. Was kam denn hier jetzt als Neues dazu? Willkommen beim Charakterbildschirm. Hier kannst du beim Levelaufstieg erhaltene Kampfkunststeine zuweisen, um deine Attribute zu verbessern. Beachte bitte, der Abstand zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert darf maximal 4 Steine betragen. Okay, willkommen bei der Spielerstatistik. Auf diese kann ich verschiedene Spielwerte ansehen. Und interessant, ah, da haben wir ja die Materialien. Holz, das beste Holz in ganz Falana. Okay. Nägel, eine Kiste voller Eisennägel. Stoff, ein Meter kräftiger Stoff. Draht, vielfältig verwendbarer Draht. Starker Tischlerleim. Eine leere Glasflasche. Schrott, völlig nutzlos, schnell verkaufen.
Koboldhaut, die dünne, schmutzige Haut eines Kobolds und die knorrigen Klauen eines Kobolds. Okay. Und neue Fähigkeit. Oh dear Gast. You have unlocked a new ability. Bear witness to the dust storm. Okay. Yeah. I like it. Hold the secondary attack to perform the dust storm. But beware, skilled as you may be, you cannot maintain the storm for long without hurting yourself. Ah ja, dazu gibt's auch was, das werde ich tatsächlich in diesem Teil noch zeigen. In that case, maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of power, I'll perform an attack so spectacularly awesome that it'll produce emotions you didn't even know existed. Okay, demonstriere es mir doch mal, Fidget. Please contain yourself as I demonstrate. That was, very pretty. Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to myself. Och, jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. Okay, wie the genau? The storm can manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Observe. Oh ja, meine Güte. Wow. Sie ist selbst so ein bisschen erstaunt darüber, wie cool sie das machen kann. Oh, by the way, every time I use my power, it'll use up a bit of energy meter. You can recharge the meter with melee combos. Okay, du verwendest das und ich verliere Energie. Okay, ist so ein bisschen unfair, aber okay. Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain, which will yield bonus experience after each battle. However, if you are struck by an enemy, the chain will be broken, and you will lose your bonus experience. All right, I think I understand. If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever in trouble. Okay. Dann wollen wir doch mal... Ah, du. Ja, man sieht hier jetzt sehr schon, wir sind jetzt schon bei fast 100 Treffern. Ja, das finde ich tatsächlich so ein bisschen übertrieben, dass wir so früh im Spiel schon so stark sind, sage ich jetzt einfach mal, aber es sorgt halt auch für den Anfang einfach mal so ein bisschen dafür, dass man einfacher ins Spiel reinfindet. Und das war's dann auch schon. Hier sind alle Gegner besiegt. Gut, ich glaube, an diesem Speicherpunkt mache ich jetzt dann auch meinen ersten Cut. Aber bevor wir das machen, möchte ich jetzt nochmal kurz auf etwas hinweisen. Die Klinge von Ara hat uns ja gesagt, wir können den Duststorm nicht allzu lange aufrechterhalten. Deshalb zeige ich das jetzt einfach mal ganz kurz. Okay. Gut zu wissen. Und ja, ich glaube tatsächlich, die Speicherstationen heilen uns nur bis ungefähr zur Hälfte von unserem Leben. Aber an dieser Stelle werden wir doch dann einfach mal speichern.
Und dann mache ich an dieser Stelle jetzt auch mal einen Cut. Das war's für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.